Ja, dann sind wir auch schon wieder zurück beim Epitech. Der Baum hat jetzt mal was Schönes vom Slim rausgesucht. Fun or bad? Jo, und wir sind einfach mal gespannt. Ohne Barty. Dann nehme ich mal die Barty RR. Fahren ohne Helm. Oh, Gleits. Du kannst gleiten, ne? Bisschen. Okay. Ja, mal was ganz Neues vom Slim an sich. Oh. Das erinnert mich irgendwie an die Tron-Map von Micha. Ja, oder die von Rockstar mit diesem Dreieck. Das stimmt. Warum bist du auf einmal so viel schneller? Ja. Da hat man Selbstmord begangen. Ich war hing zwar mit dem Fuß in der Wand, aber komischerweise habe ich keinen Selbstmord begangen. Keine Ahnung, wie das geht. Freefall. Jawohl, ich komme. Hallo. So. Das ist bitter, wenn man da falsch rum aufkommt. Alter. Bötchen. Gib Stoff. Warum ist das bitter? Ja, weil das so viel Zeit kostet. Ja, ich merk's gerade. Ich muss doch nur in diesen verdammten Punkt. Und ich schlag schon voll ein, ey. Ich glaube, Respawn geht gleich echt schneller. Ja. Ja, Respawn geht echt schneller. Ey, wie bist du das Boot gedreht, Chris? Ladescreen, Ladescreen. Sag mir nicht, der Ladepunkt ist kaputt. So, dann sind wir zurück. Das ganze Spielchen nochmal von vorne. Da hat sich im Bildschirm gar nichts mehr bewegt. So. Warum bist du so schnell? Ich check's nicht. Ach, weil ich den getunten wahrscheinlich habe. Natürlich, ne? Cheater an die Wand. Ah, jetzt richtig drehen. Hast dich auch richtig? Ja, ja, genau. Klar. So. Also ein bisschen korrigieren kann man ja. Ja. So, und wir haben gelernt, bei solchen Checkpoints nicht mehr respawnen. Ja, am besten gar nicht mehr respawnen. Das wird die neue Challenge. Nicht mehr respawnen. Wenn du von der Map runterfällst, ist egal. Nicht mehr respawnen. Irgendwie musst du wieder drauf. Und dann, was meinst du? Bin ich jetzt so schnell? Ja, keine Ahnung, weil du auch das getunte Boot hast. Ja, das geht schlecht. Ja, weil ich hier die Wellen ein bisschen doof treffe. Ach so, stimmt, die Wellen. Dann, was meinst du, wann kommen hier die ganzen GTA-Modis für den Verbannungsraum? Toll. Trockenblock gelaufen. Ich musste respawnen. Ich bin gespannt. Es funktioniert. Du musst den Slide fahren. Wenn du Spaß hast, kannst du den Slide fahren, aber musst du nicht.
Also im Boot Slide schon, aber danach nicht. Zwei. Den will ich trotzdem machen. Ich bin an dem vorbeigesprungen. So. Ich will ja alles mitnehmen hier, was der Slim gebaut hat. Na, ich bin das letzte Mal schon ein bisschen weiter gefahren, deswegen. Okay. Ich weiß jetzt schon, was hier teilweise kommt. Okay, ein Wallroid. Mit dem Barty. Ja. Lecker mir. Wollen wir das Ganze nochmal? Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Angst zu respawnen. Ja. Toll, den Wallride mit der Barty muss er auch nicht machen. Ernsthaft? Ernsthaft. Kannst auch unten lang fahren. Zu viele Cheatwege. Toll. Der Heck. Wie komme ich mit dem Fahrrad da hoch? Springen und dann Pedal 8. Also wenn du einmal so in der Wand bist, kannst einfach auf die Wand zufahren und die ganze Zeit springen, B und dann Pedal 8 drücken. Alter. So, einem hoch. Makaria, ey. Ja, und dann hier hoch balancieren, ne? Ja. Ja, toll. Erstmal wieder runterfallen. Balancieren ist doch nichts für mich. Diese Doppelverwendung hätte nicht sein müssen. Ja. Ach, muss ich jetzt da das Ding hochfahren? Ja, den Slide. Toll. Aber nicht bei hochbalancieren. Hm? Nicht hochbalancieren, sondern ganz normal sliden. Dafür muss ich das Ding erstmal treffen. Ich hab das in GTA nicht so mit Zielen. Reicht der Speed denn? Ja. Das ist irgendwie ein bisschen Magic, die Stelle. Okay. Keine Ahnung, warum der Speed erreicht. Ja, man gleitet direkt rein ins Ziel. Alter Schwede. Na, ich runterfahren. Fahrradfahren nicht. Ich auch nicht. Du sagst vor allem, da muss man immer die Tasten wechseln, ne? Nein, sagst man gleitet rein. Ja. Achso, du bist schon hier. Habe ich nicht geschafft.
Ja, probier. Jo, mal gucken, ne? Also bist du schon mal gegleitet, oder? Nö. Ach so, ja dann wird das wahrscheinlich schwer. Ja, würde ich auch sagen. Also sag's, wenn ich versuche, so reinzukommen. Ja, ja, versuch mal. Okay, jetzt bin ich im Wasser gelandet. So, mit welcher Taste war das nochmal? Ich bin erst dran. Okay. Muss einfach die ganze Zeit kreisen mit dem Stick. Aber so präzise gleiten ist am Anfang sehr schwer. Okay, ich bin kein Gleiter. Da müssen wir noch mal ein paar mehr Gleitmaps spielen. Ja, kannst mich mal am Arsch legen. Ja, leider nie beendet. Trotzdem interessante Map. Würde ich. Ja, man kann cheaten und alles. Würde ich trotzdem nicht sagen. Na, eine 4. Ich würde eine 3 geben. Ja, okay, 3. Dafür enthalte ich mich. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Däumchen freuen. Bis dahin, liebe Freunde. Tschüss.